Wovon gibt's ein T-Shirt? Ja, hat er geschenkt bekommen. Ja, jetzt. Nee, das ist kein T-Shirt, das ist ein Pullover. Max, Mama, Mark, Magma. Hat mir heute jemand geschenkt. Okay, los geht's. Wir suchen nach einer Katze. Sie ist offenbar aus Frau von Doppelfunds Anwesen gelaufen. Kannst du das mal ein bisschen ziehen? So, jetzt. Gut. Frau von Doppelfund? Oh, die vollschlanke Dame, die in der großen Villa da drüben wohnt. Warum sagt man eigentlich immer vollschlank? Ich weiß nicht, was vollschlank ist. Vollschlank ist tatsächlich einfach ein Ausdruck für fett. Was? Ja, ich hab auch immer, weil da das Wort schlank drin steckt. Ja, ich hab gedacht, das meint die Schlange und ich hab gerade gedacht, hä? Ja, also ehrlich gesagt, nee, vollschlank ist tatsächlich so ein Ausdruck, der, glaube ich, mehr das voll betont als das schlank. Okay. Davon haben wir einen Sound? Nee. Oh, von Max Magma, Mark Mama, Mama, Mama. Nee, haben wir nicht. Genau die. Hä, davon haben wir keinen Sound? Hä, dafür haben wir keinen Sound? Oh, und ich bin versehentlich geswitcht hier wieder. Mach mal eins rüber. Ja. Okay. So, ich kann ja auch in ein anderes Fenster wechseln, wo es nicht mehr so wehtut. Warte mal, wo habe ich denn mein Soundboard? Ich habe doch gerade Mark gehört. Den Sound Mark. Okay, ist ja auch egal. Ich mache keine Sounds. Nein. Nein. Es ist kein Acetron. Es ist ein Layton. Und kein Acetron. Ist ja gut. Aber Mark fehlt da drin. Nein. Genau die. Was? Psst, wenn sie das hört, Cat. Ach was, sie ist doch gar nicht hier. Ich sehe gar nichts. Hilfe, ich bin blind. Sie haben hier nicht zufällig eine Katze gesehen? Ja, doch, hab ich. Wirklich? Gleich da drüben. Ist noch keine Minute her. Warten Sie, ich bringe sie Ihnen. Das ist bestimmt die andere Katze. Das könnte sie sein. Fall abgeschlossen. Warten wir doch erstmal ab. Oh. Schauen Sie, da ist sie. Ist sie nicht traumhaft? Ja, wirklich süß. Ja, im Notfall ginge die. Sieht doch irgendwie so ähnlich aus wie die Katze auf dem Foto, oder? Wunschdenken, Shirl. Reines Wunschdenken. Nein, das ist leider nicht Rex. Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie uns helfen wollten, aber das ist leider nicht die Katze, die wir suchen. Oh, verstehe. Also, Tiger, was machen wir jetzt? Willst du mit zu mir nach Hause? Willst du in meinen Van steigen? Nein, die Katze wird's da gut haben, bestimmt. Ja, sicherlich. Wo willst du denn hin, Tiger? Die ist schnurstracks rüber zu dem Lieferwagen gelaufen. Vielleicht ist ja etwas in den Lieferwagen, was Katzen gerne mögen. Oder vielleicht auch was Kinder gern mögen, nämlich Katzen. Fisch. Oh. Damn. Aufwachen, ihr beiden! Das ist der Fischwagen! Schaut, da ist sogar ein Logo mit einem Fisch drauf. Mit Beschriftung in Großbuchstaben. Auf dem steht, also auf der steht Fisch! Was braucht ihr denn sonst noch? Meine Güte, du hast recht. Die Katze folgt sicher dem Fischgeruch. Vielleicht war es ja bei Rex genauso. Dem müssen wir nachgehen. Jawohl, Miss. Soll ich mal mit den anderen laufen? Ja, die anderen beiden, die werden doch sicherlich nicht. Also, wenn die vorher kein Rätsel hatten, die standen ja schon vorher da. Ich gucke mal schnell und du klickst schon auf die Dingens. Nein! Er ist weg. Oh, da ist er ja. Der Lieferwagen. Halt, bitte anhalten. Er ist weggefahren. Kommt, ihm nach. Zu Fuß holen wir den nie ein, Miss Layton. Sagt wer? Der,
erwischen wir nicht zu schnell. Das war schlicht unschaffbar, Miss. Lassen wir es doch einfach bleiben. Niemals! Catriolaten kennt das Wort aufgeben nicht. Ja eben, das steht ja in meiner anderen Sprache in den Rätseln. Dann empfehle ich den Duden. Meinst du, dass wirklich alle Hunde in den Himmel kommen? Auch die Vorlauten? Wenn wir dem Lieferwagen nicht folgen können, müssen wir eben jemanden finden, der weiß, wo er hinfährt. Ja, also wäre sie vorhin die 20 Kilometer mit mit der Bekifften gelauft, dann... Gelauft. Gelauft. Dann wäre sie dem Lieferwagen jetzt auch hinterhergekommen. Weißt du, wenn dir das früher eingefallen wäre, hätten wir uns jede Menge Lungenkrebspfeifen ersparen können. Egal jetzt, konzentrieren wir uns lieber darauf, jemanden zu finden, der weiß, wo der Lieferwagen jetzt sein könnte. Katze. Die Katze? Du weißt das? Oh. Okay, Das Mädchen. Der Bobby vielleicht, ja. Wissen Sie zufällig, wo der Lieferwagen gefahren ist, der hier gerade geparkt hat? Der Lieferwagen des Fischhändlers? Oh, also... Also... Nö. Wie lange hat das denn bitte gedauert? Und wozu? Für nichts. Nada. Wow, was ist denn mit Ihrem Hund los? Der bellt ja wie am Spieß. Bobby? Bitte! Hat ein Rätsel! Oh wei. Aha. Jetzt bin ich mal gespannt. Entschuldigen Sie bitte, wissen Sie etwas über den Lieferwagen, der hier gerade noch stand? Der Lieferwagen? Dieser Lieferwagen bringt mich noch um den Verstand. Im Revier zerbrechen wir uns seit Monaten den Kopf wegen dieses Problems. Ah. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. So. Tunnelblick, Rätsel 48. Oh. Wir müssen diesen LKW durch den Tunnel bringen, aber es ist ein kleines Stückchen zu... Er ist ein kleines Stückchen zu hoch und kommt nicht durch. Es könnte jedoch klappen, wenn man ein kleines bisschen wegnimmt. Aber was? Du darfst den LKW nicht beschädigen oder etwas entfernen, was man normalerweise nicht wegnehmen könnte. Was ist zu viel? Was ist denn zu viel? Weiß es nicht. Aber es sind auf jeden Fall wieder japanische Schriftzeichen. Ja, richtig. Das, aber ich will jetzt dieses Rätsel wirklich lösen. Also, wenn dir... Ja, aber du kannst ja nicht richtig ohne. Ja, aber trotzdem wüsste ich gern, was ist zu viel? Dach? Nee, Dach kannst du ja nicht wegnehmen. Was kann man wegnehmen? Damit er passt. Zu viel Reifen? Kleine Reifen? Das ist die Idee! Ich glaube, du hast so ziemlich... Aber du kannst die Reifen nicht wegnehmen. Na wieso? Reifen kann man austauschen. Ja, aber du sollst ja nur etwas wegnehmen. Was ist zu viel? Luft. Du pickst den Reifen auf und dann lässt ein bisschen Luft raus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und ehrlich gesagt... Was? Wir schreiben jetzt in Katakana. Eru! Eru! Na, warte mal. Also, er wäre es vielleicht dann sogar im Englischen, aber ich weiß zufällig, was das Wort Luft auf Japanisch heißt. Aha. Aber trotzdem kriege ich dann den Punkt. Wenn wir das überhaupt gelöst kriegen, ja. Ich weiß nämlich nicht, also in meiner Version könnte es sein, in deiner dürfte es nicht sein. Okay. Weil meine ist schon... Warte. Ja, es ist Luft. Es ist tatsächlich die Luft in den Reifen, denke ich, ja. Ich habe... Naja, wir wissen die Antwort, aber wer weiß, ob wir überhaupt weiterkommen. Ja, aber ich habe ja trotzdem die Antwort raus. So,
Und nee, wie war denn das nochmal? Nein. Nein. Ach komm schon. Ich krieg das Key nicht hin. Vielleicht schreibe ich es auch falsch. Moment. Und zwar, das japanische Wort für Luft ist Kuki. Hiragana. Tabelle. War noch eben als Dingens. Hatten wir. Warte. Da links. Hier ist einer. So, und jetzt das Key ist das. Das wollte ich doch so ähnlich. So. Wie gesagt, bei dir dürfte es nicht angenommen werden, weil bei dir versucht er, das Wort Air zu finden oder Luft oder sowas. Ich kann ja eher mal probieren. Klappt ja nicht, weil du kannst es ja nicht eintippen. Ja, aber war es nicht schon. Ja, stimmt, ich kann es nicht eingeben. Moment, ich versuche das mal abzumalen nochmal. Also, so. Aber dann nimmt das auch so nicht an, auch wenn ich es mal probiere. Jetzt hat er's. So, jetzt hat er Cookie. Wenn man kurz auf meine Idee hören könnte. Ich habe einen Ich Punkt. hab das. Habe ich das richtig gemacht? Du hast einen Punkt und jetzt haben wir ein Problem. Ja, weil ich komme nicht weiter. Du kommst nicht weiter, das heißt, jetzt können wir etwas Interessantes tun. Das müssen wir eventuell dann. Nee, entweder wir schneiden es raus oder wir kriegen es so schnell hin, dass wir es drin lassen können. Willst du deinen Spielstand auf meinen machen oder was? Nee, ich möchte dir die veränderte Version geben. Okay. Beziehungsweise wir könnten auch hier einfach Stopp Ja, ich machen. würde sagen, wir machen einen Ja, Stopp und dann. und dann ziehe ich das bis zur Ja. nächsten Aufnahme rüber. Und lustigerweise, ich wusste oder wir wussten vorher schon, dass dieses Rätsel als Story-Rätsel uns vor Riesenprobleme stellen würde. Ja. Aber. Da ja einer hier ein bisschen Japanischkenntnis hat. Und da ich es tatsächlich anscheinend geschafft habe, die japanischen, also zumindest, ich habe es bei dem Mausrätsel nicht geschafft, aber es müsste ja heißen, dass dieses Mausrätsel, dass es Ist auch möglich möglich, ist. ja. Es ist möglich, das auszutauschen. Ich muss nur die richtigen Sachen austauschen. Also das Mausrätsel müsste dann auch lösbar sein und theoretisch müsste es möglich Ja, sein, red dass mal, ich jedes. will die Lösung sehen, ob es dann auch grafisch dargestellt wird. Gucken wir mal. Grandiose Luftnummer. Du musst nur ein wenig Luft aus den Reifen lassen, aber ist ja nicht viel, damit der LKW sich noch bewegen kann. Ja, richtig, genau. So, Leute, Das ich war. habe einen grandiosen Punkt, finde ich. Ja, sehr toller Punkt. Du hast das Rätsel gelöst, auf jeden Fall. Und dementsprechend, der wird definitiv angerechnet. Ich bin nur noch 5 im Rückstand. Ja. Es ist unmöglich. Ja. Nichts ist unmöglich. Konstabler. So, dann So, würde ich bla bla sagen, bla. Warte Speicher. mal. Lieferwagen zum Fluss gefahren? Geht's trotzdem weiter? Warte mal. Aha. Weißt du, woher ich die Informationen hatte, dass man angeblich nicht weiterkommt an dieser Stelle? Aus einem Forum, in dem mir jemand geschrieben hat, man kommt hier nicht weiter. Weil Rätsel 48, da kann ich nichts eingeben, ich kann das nicht lösen. Dann gib auf, du Blödmann. Du so. Es hat extra einer. Weißt du, ich habe extra danach gefragt in diesem Forum zu der englischen Version übrigens, damit ich mehr Leute habe, die das beantworten können. Ob es irgendwelche Rätsel gibt, bei denen es überhaupt nicht weitergeht. Und dann sowas! Man, es ist völlig egal, ob Ey, man es. aber immerhin haben wir das jetzt herausgefunden, dadurch, dass ich aufgeben musste. Ja, eben. Meine Güte. Und ich habe gerade noch gedacht, so, okay, dann halt Wait a nicht. minute. So. I will post this video to the guy who wrote that in that forum and I want to tell you, you should just give up the puzzle in order to get on with the game. Thank you for nothing. Ah. Ey, be Okay. polite. Okay, I mean, it's You not want as tragic as it sounds. you wanted to help. You wanted to help out and well, actually, this puzzle is
not solvable in your version, but if you give it up, if you give up on it, you can still continue. You must see, you made us laugh. Yes, that's really. It was really funny. Yes, of course. So go on with your game, and it seems like you don't have to report any unsolvable puzzles anymore, because it seems like it doesn't matter if you solve them or give up on them. And that's a great thing. It's possible! It's possible! Yay! So, jetzt wieder auf Deutsch. Danke. Herrlich. So, was ist nicht alles da? Oh, argentinisches Rindfleisch bekomme ich. Ja, das hast du nicht, ja. Aber keine Sorge, wir haben ja bald die deutsche Version. Das Spiel kommt nämlich im Westen raus im Oktober, am 6. Dementsprechend, also spätestens da hätten wir weitermachen können, wäre es jetzt gar nicht gegangen. Aber es ist interessant, ich werde wahrscheinlich diese Version nochmal so ein bisschen verändern, damit man auch alle anderen japanischen Rätsel, auch das Mausrätsel, so lösen kann. Mhm. Okay, also, hier noch vorlesen. Oh, hervorragende Arbeit, gut gemacht. Aua. Jetzt kann ich mich endlich wieder auf meine Aufgabe konzentrieren. Ey, ich wollte, dass sie denken, dass ich das einfach so kann. Also, Konstable, könnten Sie mir dann bitte wieder zum Wesentlichen kommen? Oh ja, Miss Lin. Worüber wollten Sie doch gleich nochmal mit mir sprechen? Wir fragten uns, ob Sie vielleicht zufällig wissen, wohin der Lieferwagen gefahren ist, der gerade geparkt hat. Der mit dem Fischlogo. Ah ja, die Rostlaube vom Fischhändler. Der kommt direkt vom Hafen, denke ich. Vom Hafen? Der gleiche an der Themse? Danke sehr, Peaky's Drive. Vielleicht ist Rex ja als blinder Passagier mit dem Lieferwagen zum Fluss gefahren. Auf zur Themse, mein Team. Nö. Welches Team? Wildcats! So, speichern. Ja, habe ich schon. Aber ich finde das echt cool, dass das so... Dass es doch möglich ist, die Originalantworten wieder reinzupatchen, sodass sie zumindest funktionieren. Ja. Also müsste ich das mit Maus ja irgendwie noch hinkriegen. Ich werde mich mal dran setzen und rausfinden, welche Antwort zu welchem Rätsel gehört. Also mit Luft, das habe ich eventuell mir sogar noch... Also ich habe mir gedacht, ich hätte eine 50-50 Chance, dass dieses Cookie tatsächlich passt. Mhm. Und ja. Ich wusste ja, dass es Luft ist. Genau, du wusstest, dass es Luft ist, also dementsprechend Punkt für dich. Ja, ja. Okay, und damit würde ich sagen, war's das erstmal. Wir sind mit dem Stream dann für heute durch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Und wir können immer noch mit dieser Version weiterspielen. Aber wir werden natürlich, sobald die Version auf Deutsch, die richtige deutsche Version raus ist, das Ganze dann mit dieser fortsetzen. Aber bis dahin haben wir bestimmt noch mal so ein, ja, Miss Queen oder was auch immer du gerade bist. Okay, also dann, bye bye, zugeklappt, eingepackt und wir sehen uns das nächste Mal.